Sei du selbst, be yourself, Nubia Play 5G hier bei uns vom CECT Shop zum Unboxing und Hands-on. Also der kleine Bruder quasi des Nubia Red Magic 5G, Modellnummer NX651J, hier bei uns im Unboxing und Hands-on. Das Nubia Play 5G verfügbar mit 6 plus 128, 8 plus 128 und 8 plus 256 GB. Das Coole an dem Ding, 144 Hertz, also genauso wie das Red Magic 5G. Die Bildwiederholungsrate, wir haben eine Abtastrate von 240 Hertz. Die das Display hier rausknallt und es unterstützt auch bis zu 4096 Stufen automatischer Helligkeitsanpassung. Ihr seht, eine Kontrollliste liegt hier auch bei. Es werden also alle Geräte vor dem Versand an euch getestet. Ja, 5G-fähig das Ganze. Dual-Nano-SIM, der interne Speicher kann also nicht per MicroSD-Speicherkarte erweitert werden. SAR-Wert, kleiner gleich 2 Watt pro Kilogramm. Und dann kommt hier auch schon das Smartphone zum Vorschein. In-Display, Fingerabdruck, Scanner. Angetrieben durch den Snapdragon 765G mit bis zu 2,4 GHz Adreno 620 der GPU. Und ihr seht hier schon, ja, Schultertasten. Also perfekt zum Zocken. Wir booten das Ganze mal. Das Nubia Play 5G kommt mit Nubia UI. Wunderbar. Wir haben hier eine Quad Cam verbaut. Also hier auch auf der Rückseite, wie zum Beispiel beim Oppo Reno 10-fach Zoom Edition, der vierte Sensor tatsächlich unter der Glasabdeckung hier angeordnet. Des Weiteren dann ein 48 Megapixel Sony IMX 582 Hauptsensor, ein 8 Megapixel Weitwinkelobjektiv, 2 Megapixel Makro und 2 Megapixel Bokeh Effekt, also für die Tiefenschärfe. 5G wird unterstützt und auch im 4G FDD LTE Bereich haben wir unter anderem Band 20 mit am Start, also 800 MHz, Band 1, 3, 4, 5, 7 und 8 werden ebenfalls unterstützt und, ja, falsches Loch. Hier kommt dann der Dual SIM Slot heraus. Also zwei Nano-SIM-Karten könnt ihr hier reinpacken. Daneben dann das Mikrofon, USB Typ C und Lautsprecheröffnung. 210 Gramm bringt das Ganze hier auf die Waage. Wir haben den Ein- und Ausschalteknopf auf der rechten Seite. Plus, Minus, Lautstärkewippe ebenfalls hier mit dabei. Mikrofonöffnung hier oben. Und auf der linken Seite keine Knöpfe oder andere Anschlüsse, aber man sieht hier vielleicht, das Ganze ist abgeflacht, damit man das Gerät doch hier schön mit dem Ringfinger aufliegend oder auch mit den kleinen Fingern zum Zocken besser halten kann, mit den Schultertasten hier dann eben auf der rechten Seite. 171,7 × 78,5 × 9,1 mm. Die Abmessungen, Metallrahmen hier, Glasrückseite, Gorilla Glas 5 vorne verbaut. Das Ganze in Schwarz oder Blau verfügbar. Wie gesagt, mit 6 plus 128, 8 plus 128 oder 8 plus 256 GB. Ja, 5100 mAh starker Akku verbaut, PD3.0,
Power Delivery also und Quick Charge. 4 werden unterstützt, 30 Watt Ladegeschwindigkeit. Oh, also hier normalerweise einfach nur aufklappen, dann kommt das Ganze hier zum Vorschein. Ich zerlege hier schon wieder alles. Total Destruction, keine Angst, Freunde. Hier dann der Ladeadapter Nubia. Ihr seht USB-C, Stecker Typ A. Hier liegt dann stets ein passender Adapter, je nach Empfängerland bei. Also ihr braucht euch hier keine Sorgen machen. QC und PD aufgedruckt. Wunderschön. Und dann könnt ihr es euch denken, das USB-Ladekabel hat dann natürlich auch beidseitig zwei USB-C-Anschlüsse. Und dann hier kommt nochmal ein USB-auf-Klinkenbuchsen-Stecker mit bei. Wunderbar. Ja, ihr seht dann hier schon Einstellungen, Galerie, Übertragungen, Tools. Also Always-on-Display. Wie bei uns in der Artikelbeschreibung zu lesen. Bitte beachten, bei den Nubia-Geräten, trotz dass hier zum Beispiel Deutsch schon voreingestellt als Sprache im Betriebssystem ist, nicht alles ist hier perfekt übersetzt, bis auf Sprachen Englisch und Chinesisch. Ihr habt ein LED-Benachrichtigungslicht ebenfalls mit an Bord. Ja, Flüssigkeitskühlsystem ebenfalls verbaut. Eis 2.5 nennt sich das Ganze. Ja, Dualband Wi-Fi natürlich, Bluetooth 5.0 mit am Start. More Connection Settings. Ja, hier fängt es schon an. Also weitere Einstellungsmöglichkeiten, Konnektivitäten, Notifications und Statusbar. Show Notifications, On Lock Screen, Light Up Screen, also den Screen aus dem Standby holen, wenn ihr Benachrichtigungen reinkommt. Screen Refresh Rate, Esports Level, also hier könnt ihr das Ganze hochschrauben, was dann nochmal das Ganze flüssiger erscheinen lässt. Dark Mode, Nachtlicht, Schriftgröße, Notification LED, Charge und Do Not Disturb einstellbar. Always On Display, Lock Screen und Launcher, Pocket Mode. Töne. Other Accounts. Ja, China und die Firewall, das leider nicht möglich, kein VPN auf dem Gerät vorinstalliert, Neo AI, Smart Sidebar, Smart Screen, Smart Service, Chinesisch, Smart Game, also alles hier ziemlich smart, intelligent. Fullscreen-Gesten, andere Gesten auch einstellbar. Bottom Indicator Bar. Ja, nein. Jetzt ist das Ganze nur noch eben. Ihr seht es wahrscheinlich. Diese Bars hier unten. Andere Gesten, ja, da waren wir gerade. Ja, jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, wie man das Ganze rückgängig macht. Nein. Navigation Bar, jawohl, also da sind wir daheim. Quick App, Push Up Messages, Receive Push Messages. Dann hier auch noch Health Time Lock, damit ihr nicht zu sehr, zu lange am Handy, am Zocken seid. Drei Finger Screenshot, Screen Split, Bild im Bild.
App-Clone, Einhandmodus, Double-Click to light up, also hier eigentlich Double-Tap, Lift to light up, Lift to lit up. Also man merkt ja auch schon die Übersetzung selbst ins Englische ein bisschen verbesserungsdürftig oder würdig. Power Management. Erweiterte Einstellungen, Sprachen und Eingabe. Also hier dann zu sehen, dass wieder etliche Sprachen, eigentlich wie bei Android, wie bei Stock Android, verfügbar, aber leider eben schon bei Red Magic UI, bei Nubia UI auch das gleiche hier. Ihr seht es ja selbst. Die Übersetzung des Betriebssystems selbst ist mangelhaft. Allerdings dann eben auch, wenn ihr Apps installiert und das Gerät auf Deutsch eingestellt ist, dann werden natürlich schon die Apps auch in Deutsch angezeigt. Hier dann sogar alles noch auf Mandarin, Chinesisch, mit der Original-ROM für das Nubia Play 5G, bekommt ihr aber auch OTA-Updates rein, also das ist schon mal safe. Wir schauen hier gerne nochmal in die Kamera-App, na, hier unten, einfach, dreifach, fünffach, achtfach, das ist dann auch das Maximum. Videoaufnahmen, Video Resolution Ultra HD 4K, 4K at 60 frames per second möglich. Hier auch dann Stable bzw. Tripod, Nachtmodus, Porträtmodus, Foto Pro für Einstellungen. Kamerafamilie, also die verschiedenen Modi. Und ja, hier kommt ihr dann nochmal in die Settings rein. Für die Kamera 48 Megapixel 4 in 1 IMX582. Der Hauptsensor und Frontcam mäßig sieht es dann auch hier so aus. 12 Megapixel Frontkamerasensor hier oben angebracht. Displayschutzfolie, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Und natürlich auch Videos hier möglich mit Full HD 1080p. Ja, also die günstige Alternative zum Red Magic 5G, das Nubia Play 5G. Hier ab sofort bei uns im CECT-Shop zu bestellen und zu kaufen. Das Ganze gibt es in Blau oder Schwarz. 6 plus 128, 8 plus 128 oder 8 plus 256 GB. Be yourself. Bei weiteren Fragen einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten Daumen hoch, abonnieren und wir sagen vielen Dank. Bleibt gesund da draußen. Euer CECT-Shop-Team.